Da wächst eine hübsche Orchidee. Larry, lass lieber die Finger von den Orchideen und von anderen Dingen am besten auch. Obwohl, du musst eigentlich wissen, was du tust. Bist ja schon ein großer Junge. Klappt auch ganz gut hier. Wir haben in der letzten Folge die Ruinen geöffnet. Das war ein sehr schönes Rätsel, haben wir gut hinbekommen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass es heute ähnlich lustig und schön und spannend weitergeht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Möchte euch bitten, den Kanal auch adäquat zu unterstützen. Tut's nicht für mich, tut's für Larry. Haut auf den Like-Button. Okay, dann haben sich alle lieb, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr. Und wir können endlich anfangen. Hey! Was gibt's? Hast du vielleicht eine Ahnung, was aus dem Schrott geworden ist, den ich gesammelt hatte? Schrott? Welcher Schrott? Der da an dem Haken hing. Der in Form eines Floßes? Der Schrott in der Form von Schrott. Den habe ich für dich, recycelt. Ist doch super, oder? Alles für den Planeten. Na, wie geht's dem Vogel jetzt? Ich musste stundenlang schrubben, um das Öl aus seinen Federn zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Das freut mich. Ich habe ihn dann im Dschungel in die Freiheit entlassen. Sogar an einer Stelle, wo ein Weibchen in der Nähe war. Aber als er es gesehen hat, ist der panisch in eine andere Richtung gerannt. Sowas aber auch. Was für ein seltsamer Vogel. Irgendwo wieder ein Tier in Not? Im Moment nicht. Würdest du mir vielleicht helfen, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird? Sorry. Ich habe selbst ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich ein guter Grund. Wenn du auf Kalaua fertig bist, wo machst du dann weiter? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Es gibt schließlich auf dieser Welt immer noch genug Leute, die rücksichtslos durchs Leben gehen. Die immer irgendwo was hinwerfen, umkippen, kaputt machen, mitgehen lassen. Manche Sachen lassen sich halt nicht anders lösen. Was? Nichts. Okay, bis später erstmal. Bis später. Sehr schön. Ja, ich bin nochmal zurück. Ne? Denn wir wollen hier noch das Witzebuch mal loswerden, das wir inzwischen ja erfolgreich getauscht haben. Blicken wir auch ruhig noch mal kurz ins Inventar. Wir haben doch einige Sachen aufgesammelt. Flasche Wodka. Wodka Brezhnev. Sieht alt aus. Ja, der Brezhnev auch. Zange, Schaufel. Echt praktisch, wenn man seine Leichen im Keller loswerden muss. Larry. Möchte jemand von mir in die Zange genommen werden? Irgendwer? Ja, Young Mai wahrscheinlich. Ob die giftig sind? Ob ich es wirklich rausfinden will? Vollgepumpt bis zum Platzen. Das ist übrigens interessant. Wir haben hier so zwei aufgeblasene Puppen irgendwie. Gute Idee, aber so nicht. Kann man nicht kombinieren, nee, okay, aber keine Ahnung, das könnte vielleicht nochmal nützlich werden. Da ist ein Papagei auf der Packung. Schwarz und nicht abwaschbar. Das ist das Witzebuch. Du liebe Zeit, diese Witze sind ja sogar noch älter als ich. Ob ich auch leuchte, wenn ich den esse? Also, falls ich da noch lebe. Genau, und jetzt haben wir noch die Kerzen. Einsatzbereite Kerzen. Okay, so weit, so gut. Schnappen wir uns mal das Witzebuch. Der arme Louis. Hier, dein Witzebuch. Ah. Da ist ja das gute Stück. Endlich wieder Qualitätshumor aus der guten alten Zeit. Hinten ist sogar ein Anhang drin, wo aufgelistet ist, wen man alles mit den einzelnen Witzen beleidigen kann. Hier, kannst du haben diesen Rollenspielquatsch. Ja, damit. Danke. So, Leute, willkommen zu meiner Show. Jetzt alles im grünen Bereich. Ich habe wieder mein bewährtes Repertoire an Witzen. Ich möchte mich jetzt schon mal bei all den Randgruppen entschuldigen, die ich jetzt beleidige. Zum Beispiel bei Frauen. Ha, ha, ha. Das hier ist ab sofort ein Safe Space für geschmacklosen Humor, Leute. Hier werden noch Witze gemacht wie früher. Hier muss sich niemand für seinen Humor entschuldigen. Hier ist noch alles erlaubt. Hier darf man sich auch noch nackt vor anderen einen... okay, vielleicht nicht alles. Also, haltet euch fest. Eine Blondine lehnt sich an einen Baum. Da fällt der Baum um. Warum? Der Klügere gibt nach.
Warum parken ältere Blondinen noch schlechter als jüngere ein? Weil im Alter das Gehör schlechter wird. kennt ihr, ne? Ja, die Blondinen. Aber hey, ich probiere mal anderes Material. Man kann sich ja nicht nur über Blondinen lustig machen. Wir haben ja schließlich auch noch die Ausländer. Wie nennt man einen Ausländer, der in einem eigenen Haus lebt? Adoptiert! Sitzen zwei Ausländer in einem Auto. Wer ist der Fahrer? Ein Polizist! Wie hält man einen Panzer der ausländischen Armee auf? Man erschießt den Kerl, der ihn schiebt. Was ist ein Ausländer ohne Rasenmäher? Arbeitslos. Hey, wenn euch das alles zu hoch ist, kann ich mich gern auch mal auf euer Niveau begeben. Auch wenn es da unten ziemlich dunkel ist. Neulich habe ich zum Kellner gesagt, ich hätte gern 3 Eier. Hat er gesagt, ich auch. Was ist rot? Hat eine schöne Kruste? Und läuft im Wald rum. Brotkäppchen. Ich halt's nicht mehr aus. Sagt der Zahnarzt, das wird jetzt wehtun. Sag ich, ach, wird schon gehen. Sagt der Zahnarzt, ich hab mit ihrer Frau geschlafen. Okay. Ich sehe schon, das ist alles immer noch etwas zu hoch. Versuchen wir mal was anderes. Treffen sich im Wald 2 Jäger. Beide tot. Haha. Treffen sich 2 Parallelen. Klickt nicht? Nun geht's rund, sagt der Papagei, als er in den Ventilator fliegt. Ach, ich weiß doch auch nicht. Wisst ihr, früher war das einfacher. Da haben alle immer gelacht. Weder hat da jemand irgendwie Anspruch gehabt, noch hat's einen Shitstorm in diesem verfluchten Internet gegeben. Da war man halt einfach nur witzig. Aber heute, entweder soll es anspruchsvoll sein oder man darf keinen verletzen. Soll ich vielleicht Witze über Weiße machen? Hey, kann ich. Kein Problem. Neulich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Im Supermarkt waren die Avocados aus. Siehste? Find ich auch nicht lustig. Letztens war ich im Kino, aber ich konnte den Film nicht genießen, weil er wissenschaftlich nicht akkurat war. Hey, ich kann natürlich auch Witze über alte Männer machen. Die wollen das zwar nicht hören, aber die können sich auch nicht beschweren. Treffen sich 2 alte Männer. Fragt der eine, nimmst du eigentlich Viagra? Sagt der andere, nee, auswärts brauche ich keins und daheim wäre es schade ums Geld. Also nur, dass keiner auf die Idee kommt. Ich brauche kein Viagra. Kommt ein Clown ins Altersheim und fragt, seid ihr alle da? Antworten die, ja, sagt er, aber nicht mehr lange. Okay, muss wohl härter werden. Was ist der Unterschied zwischen einer Krawatte und einem Kuhschwanz? Der Kuhschwanz bedeckt das ganze Arschloch. Was macht eine Frau, deren Mann beim Kartoffelholen die Kellertreppe runterstürzt? Nudeln! Was ist der Unterschied zwischen einer Kneipe und einer Klitoris? Die Kneipe finden die Männer auf Anhieb. War bei meinem Vater auch immer so. Den hab ich nie gesehen. War immer in der Kneipe. Hab in der Bücherei Hausverbot, weil ich immer die Bücher über Frauenrechte in die Fantasy-Abteilung stelle. Ach, Mann. Es ist ja nicht mal so, dass ich das selbst total lustig finden würde. Das ist ja auch immer eine Frage des Publikums. Manche wollen das so haben. Und hey, ich will auch nicht nur als armer Künstler rummachen. Ich muss auch von was leben. Und einige meiner besten Freundinnen sind Blondinen. Aber dann sagten sie in der Schule, ich wäre total witzig. Immer wieder sollte ich irgendwelche Sprüche machen. Ich wurde zum Klassenclown. Davon bin ich nie wieder weggekommen. Es ist wie eine Sucht. Ich hätte das alles anders machen sollen. Und jetzt bin ich hier. Tja, Witze mit Bart, ne? Ah, aber auch ganz schön traurig irgendwie. Er tut mir irgendwie etwas leid, der Louis. Aber egal, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir gehen mal raus zum Pool.
drehen halt wieder unsere übliche Runde, um zu sehen, ob es was Neues gibt. Wir waren ja doch eine ganze Weile unterwegs. Was hat Rosalie zum Beispiel für uns? Was macht die Suche nach einem Mann? Stagniert. Ich hatte da einen Kandidaten im Visier. Dann wollte er nachts schwimmen gehen und ist verschwunden. Also ein Fuß von ihm ist angetrieben worden. Einen Fuß will ich nicht heiraten. Ich muss weg. Nicht absaufen. So, das Entchen können wir offenbar nicht mitnehmen. Hey, Shawnee! Wie war das nochmal mit der Insel, die von gefährlichen Riffs umgeben ist? Die Insel, wo mein Gönner sein Hauptquartier hat? Genau. Die liegt bei den Koordinaten minus 20 und 3. Dort kommt man nur hin, wenn man ein Schiff mit einer besonders guten Stoßsicherung hat. Ansonsten zerschellt man dort und findet ein nasses Grab. Na, das soll unangenehm sein. Dann bis später. Also minus 20 und 3. Wir hatten uns das schon mal ein bisschen angesehen, aber... Jetzt gucken wir nochmal genauer, minus 20 und das ist genau jedenfalls in diesem Dreieck hier, in diesem Teufelsdreieck. Gut, wird wahrscheinlich schief gehen, weil wir jetzt ja noch kein verstärktes Floß haben. Ich wollte sowieso auch jetzt nochmal ausprobieren, was wir hier noch bereisen können. Also hier zum Beispiel können wir hier hin. Eine Seefahrt, die ist lustig, sie ist schön, bis einer weint. Tröstlich ist nur, dass Tod auf dem Meer nicht durch Salzmangel zustande kommt, aber wirklich angenehm ist er auch nicht, wie alle anderen Todesarten auch. Das war also nix. Ja, ich würde euch gerne das mal vorlesen, aber leider geht das immer etwas zu schnell vorbei. Was ist zum Beispiel das hier für eine Insel? Aha, hier ist doch irgendwas. Die sieht noch ziemlich stabil aus. Eine Planke, komm. Wer weiß, wozu wir die gebrauchen können. So, jetzt noch weiter. Ja, sollen wir jetzt mal versuchen? Ich glaube, das wird nicht gut funktionieren. Was kann man denn da machen? Was kann man denn da jetzt machen? Pass mal auf. Kann man jetzt die Planke verwenden, um das Floß zu upgraden? Genau. Nö, da passiert gar nichts. Wir müssen noch das Floß verstärken. Das ist Spielleiter-Guide. Klar, den bringen wir zu Gofuku zurück, damit die ihr Rollenspiel da machen können. Ah, warte mal. Pass mal auf. Da klappt, okay. Hängt das jetzt damit zusammen, dass wir noch auf Wasser, auf See sind? Sagt auch gar nichts. Komm nochmal zurück. Genau, und jetzt probieren wir nochmal was aus. Probieren wir auch nochmal die Planke. Ich habe den Verdacht, das hat eben noch nicht... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Schade. Dann habe ich aber diese Idee hier noch. Das war das Puffern. Ja, super. Das Krokodil sichert mein Floß auf der einen Seite perfekt ab. Dann nehmen wir auf der anderen Seite hier den Aufblastyp. Rein ästhetisch ist das vielleicht nicht die beste Stoßsicherung, aber solange sie funktioniert... Ja. Jo, schaut mal, da ist der Stöpsel genau auf dem... Ne, das war sehr schön, als das aufgeblasen wurde. Okay, ja, jetzt haben wir aber ein präpariertes Floß. Das ist ja super, pass auf, jetzt probieren wir das mal aus, ob wir hier zu diesen Koordinaten kommen. Hallo, bleibt mal offen. Minus 20 und 3. Es hat geklappt! Wir haben die Wellen überlebt! Ich füge die Insel der Navigations-App hinzu. Larry, was diesen Schifffriedhof angeht, habe ich noch etwas aus dem Dossier. Ja? Captain Muffington hat wohl versucht, die Machenschaften dieses Marquis zu unterbinden. Aber riesige Wellen haben sein Schiff, die Unsatisfied, auf ein Riff geschlagen. Das Schiff ist daraufhin gesunken, mit ihm an Bord. Das heißt, sein Schlüsselstein ist wahrscheinlich mit ihm untergegangen. Hier auf der Insel findest du vielleicht noch weitere Hinweise. Das sieht ja schon mal großartig aus hier.
Ich bin ja kein Seefahrer, aber der Grund für den Untergang könnten die riesigen Löcher sein. In der Tat. Soll ich es vielleicht wieder ins Wasser schieben? Na, versuch's doch mal. Das müssen wir natürlich genau untersuchen. Schon viele Sachen, die wir hier übersehen können. Nein, ich habe mir abgewöhnt, Schrott zu sammeln. Was für ein Schrott. Das kannst du auch wieder schön recyceln. Baust dir dann noch ein Floß. Das ist alles Schrott, alles dasselbe. Schiffswrack, hier haben wir nochmal was. Hier ist ziemlich viel kaputt gegangen. Die sollen lieber in Frieden ruhen. Okay. So, dann kommen wir hier noch weiter. Das Hauptquartier oder was weiß ich, müsste hier sein. Keep out, please. Briefkasten. Da steckt ja sogar Post drin. Ich bin kein Postbote. Darauf steht Clitcoin UG. Haftungsbeschränkt. Clitcoin, genau. Das ist doch diese Kryptowährung, ne? Haben wir doch schon mal irgendwo von gehört. So, was ist hier? Höhleneingang. Geh mal hier hin. Kanone. Die hat schon lange ihren letzten Schuss abgefeuert. Ich lasse sogar die Finger von Waffen, die eindeutig nicht mehr funktionieren. Können wir die vielleicht noch laden? Nee. Was denn hier? Gehen wir mal hier rein. Das Federvieh hackt mir die Augen aus, wenn ich vorbeigehe. Nein, danke. Ich verstehe, ich verstehe. Polly. Das scheint der Futternapf des Papageis zu sein. Pass mal auf, was wir da machen. Wir haben doch hier diese Packung mit einem Papagei gefunden. Die scheinen ihm zu schmecken. Hoffentlich bekommt er keinen Zuckerschock. Jo, komm dann in die Höhle. Hey. Hey, wie bist du hier reingekommen? Wie hast du dich an Satoshi vorbeischmuggeln können? Ich spreche papageiisch. So ein Zufall. Unser Papagei auch. Das habe ich gemerkt. Ich bin Larry. Larry Leffer. Und was macht ihr hier? Du stehst im Firmenhauptquartier eines Startups, das die Welt verändern wird. Ach. Was verkauft ihr denn? Wir verkaufen nichts. Wir revolutionieren Bezahlungen und Verschlüsselungen im Internet. Muss man jetzt im Internet bezahlen? Wir natürlich nicht. Wir sind Piraten. Oh Mann, Dogs, jetzt blass dich nicht so auf. Aber wir sind Piraten. Le Kack und die furchtlosen Buccaneers. Wir sind Unternehmenspiraten sozusagen. Du weißt doch sicher, was eine Kryptowährung ist. Sorry. Habe ich gerade in der anderen Hose. Okay, dann pass mal auf. Wir haben eine revolutionäre neue Kryptowährung erfunden. Wir nennen sie Clitcoin. Unsere ausgereifte Blockchain ist super sicher und macht den Einkauf mit dem Wallet erst richtig einfach. Die ganze Finanzwelt zittert vor uns. Genau. Deswegen mussten wir auch in internationale Hochseegewässer ausweichen, statt unser Hauptquartier in einer Weltstadt zu eröffnen. Die haben alle Angst vor uns. Hier können sie nicht an uns ran. Und wir können gefahrlos unsere Server betreiben, die unsere Kryptowährung hosten. Außerdem haben wir hier genug Platz, sie effizient mit Wasser zu kühlen. Davon ist hier genug. No. Schau mal, Larry, hier geht's mit den Typen wie mir mit dir. Wir haben noch etwas Probleme mit der Internetgeschwindigkeit. Aber das bekommt mein kleines technisches Genie noch hin. Nicht wahr, Docs? Muss den Kernel neu kompilieren. Dadurch können wir die Serverlast senken, die Bitrate erhöhen und die Latenz verbessern. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Exzellent. Wow. Kannst du mir dieses Technik-Dings mit dem Kryptogramm von euch nochmal erklären? Ich suche hier ein bestimmtes Schiff, ja. Braucht ihr vielleicht noch einen fähigen ersten Offizier für eure Piratencrew? Braucht ihr vielleicht noch einen fähigen ersten Offizier für eure Piratencrew? Du meinst, du willst anheuern? Er trägt zumindest ein Matrosenoutfit. Ich glaube, meine Crew ist vollständig.
Für Führungsfragen, Visionen und Organisation bin ich selbst zuständig. Um die technische Umsetzung kümmert sich Docs. Du siehst, wir haben da keinen weiteren Bedarf. Ich bin auch noch da. Ach ja, stimmt. Sogar unsere Praktikantenstelle haben wir besetzt. Das war gar nicht so leicht, weil wir so hohe Ansprüche haben. Okay. Ich suche hier ein bestimmtes Schiff. Davon gibt's hier genug. Ein altes Segelschiff, die Unsatisfied. Doch, das kenne ich, das Wrack. Wo schwimmt es denn? Es schwimmt nicht mehr. Es ist gesunken. Wir haben unseren wassergekühlten Server direkt daneben runtergelassen. Hast du dort vielleicht auch sowas wie einen Schlüsselstein gesehen? Nein, aber ich habe mir das Wrack auch nicht genauer angeschaut. Wir arbeiten hier an der Zukunft. Da halten wir uns nicht mit irgendwelchen Relikten auf. Okay, nochmal erklären muss er uns das jetzt nicht. Dann segeln wir mal ab. Ich segle dann mal davon. Und sprechen vielleicht hier mit Sadie. Hallöchen. Hm? Ich bin Larry. Larry Leffer. Sadie. Heute schon was vor? Klar, wie immer. Doof rumstehen und ignoriert werden. Ich weiß nicht, wie man dich ignorieren kann. Ach, das schaffen die beiden ohne Probleme. Moment, baggerst du mich an? Würde ich nie tun. Würde ich nie tun. Na, immerhin. Bei deinem Anblick hätte ich fast was anderes erwartet. Wäre schön, wenn das so bleibt. Klar? Klar. Schon gut, schon gut. Wie bist du denn hier gelandet? Ey, ich könnte mich so ärgern. Vor 2 Wochen habe ich mein Studium abgeschlossen. Was hast du denn studiert? Betriebswirtschaftslehre. Da habe ich diese Stellenanzeige gesehen für ein Praktikum in einem Startup, das eine Kryptowährung entwickelt. Ich dachte, hey, das ist ja das perfekte Sprungbrett für mich. Dann arbeite ich ein paar Monate im Silicon Valley, mache viel Praxiserfahrung und wenn die Firma zu mir passt, kann ich vielleicht voll einsteigen. Und jetzt bin ich hier. Immerhin hast du den Job bekommen. Ich war die Einzige, die sich beworben hat. LeCacq will von mir nur Kaffee und tut so, als wäre ich seine Sekretärin. Und beim Management darf ich gar nichts machen. Er meint, nur ein Kapitän könnte das Steuer halten. Und dann steht er nur draußen und guckt mit dem Fernrohr aufs Meer raus. Oder füttert den hohlköpfigen Papagei. Vielleicht bekommst du ja noch deine Chance. Ach was, der behält mich doch nur, damit er behaupten kann, bei ihm werde Diversity großgeschrieben. Dein Outfit ist jedenfalls piratig. LeCacq besteht darauf, dass ich es trage. Er meint, das sei unsere Corporate Identity und wichtig für unsere öffentliche Wahrnehmung. Ihr habt einen Firmensitz auf einer Insel, die man kaum erreichen kann, weil riesige Wellen alles zerschmettern und ihr macht euch Sorgen übers Marketing? Er ist nicht so empfänglich für Logik, aber ich gewöhne mich langsam an den Säbel. Wahrscheinlich brauche ich den noch. Kann ich dir irgendwie in deinem Job helfen? Du kannst mir helfen, was anderes zu finden. Sag ihm das nicht, aber ich schaue mich schon nach einem besseren Job um. Es muss doch eine Stelle geben, wo meine Fähigkeiten wirklich gebraucht werden. Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder umziehen. Ja, vielleicht fragen wir mal irgendwo, ne? Als Betriebswirtin. Dieser Captain ist irgendwie komisch. Vor allem ist er kein Kapitän. Ich weiß auch gar nicht, warum er dieses Outfit trägt. Während der Schifffahrt hierher hing er nur kotzend über der Reling. Na gut. Bis später. So weit, so gut erstmal. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier noch entdecken. Huch. Der Plastikschatz. So tief sind meine Taschen auch wieder nicht. Das ist kein echtes Gold, das ist nur Plastik. Ja, Clitcoins sind das. So, Lavalampe, Buddelschiff. Nein, das lasse ich am Ende noch fallen. Na gut, können wir alles noch nicht verwenden. Aber diesen, wie heißt er, Docs, den können wir noch sprechen. Hey! Was denn? Was genau machst du hier? Ich bin der technische Leiter. Du hast sicher viel Erfahrung. Klar, Alter. Was meinst du, wo ich mich schon alles rangehackt habe? Der Stromausfall? Letztens in You Lost Wages? Alter, das war ich. Aber es gibt doch dauernd Ausfälle, weil das Stromnetz dort so schlecht ist. Ja, das sagen die da oben, um dich zu beruhigen. Hey, und wenn ich dir irgendwas aus dem Darknet beschaffen soll, sag Bescheid. Sag mal, du zockst doch was auf dem Laptop. Gar nicht wahr. Guck.
Du hast doch gerade einen Boss-Key gedrückt und jetzt sieht man eine Tabelle. Was? Den kennst du noch? Du verstehst mehr von Technik, als ich gedacht hätte. Also, was zockst du da? Fortnite. Nie gehört. Worum geht's da? 100 Spieler werden auf einer Insel abgeworfen und müssen sich dann gegenseitig töten. Können die nicht einfach eine riesige Orgie feiern? Oh ja. Alter, du verstehst echt nichts von Computerspielen. Da geht's ums Killen, nicht um Sex. Ja, ist auch wirklich so, ne? Wir müssen los. Ich muss los. Cool. Das war es erstmal hier drin, glaube ich, ja? Wie geht's dem Papagei? Alles noch okay? Ein unangenehm aussehendes Vieh. Hat einen grimmigen Blick. Doch, muss man schon sagen. Dann ging es aber hier noch um das Schiffswrack. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was wir brauchen, ne? Weil daneben wäre auch noch was, ein Server irgendwie abgelassen worden. Vermutlich sind wir hier noch nicht an der richtigen Stelle. Aber jetzt sehen wir mal, jetzt ist hier auch die Insel aufgepoppt. Vielleicht versuchen wir einfach hier mal ein bisschen irgendwo hinzureisen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nö, das bleibt dann alles gleich hier, okay. Dann können wir vielleicht mal anfangen, für Sadie nach einem Job zu suchen. Da ist aber nichts Neues. Bis später. Ich vermute ja, dass wir vielleicht Bobby Marley ansprechen müssen. Was mir gerade noch einfällt, ist hier nochmal bei Dora oder Nora, wie war es nochmal, vorbeizuschauen. Um mir zu sagen, dass wir inzwischen ja die Schwester gesprochen haben. Nein, da gibt es nichts Neues, aber vielleicht innerhalb dieser Dialoge. Ich will gern da hoch auf den Vulkan kommen. Ich würde dir ja gern helfen, da hochzukommen. Aber ja. Ohne meine Kletterausrüstung geht das nicht. Gut, dann sind wir hier also wirklich in der Sackgasse. Hier muss irgendwo ein toter Marquis sein. Hast du den vielleicht gesehen? Nein, ich interessiere mich nur für Tatzelgeckos. Für was? Hier auf dem Archipel gibt es viele seltene Arten, aber einer ist so richtig einzigartig. Und der kann nur an Vulkanrändern überleben. Der langschwanzige Tatzelgecko. Wenn ich den beobachten könnte... Dummerweise fehlt mir ein Teil meiner Kletterausrüstung. Hat wohl meine Schwester Dora aus Versehen mitgenommen. Ich muss los. Gut, das war erstmal nichts, aber jetzt können wir hier was mit dem Generator anfangen, sehe ich gerade. Ein Stromgenerator mit einem Anschluss für Geräte. Da muss ich etwas anschließen, was mit Strom versorgt werden soll. Haben wir was da? Nee, hier ist nichts mit Strom. Aber ich meine, der wäre vorher eben noch nicht aktiv gewesen, als wir beim ersten Mal hier waren. Da habe ich mich noch darüber gewundert, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Was ich mir nicht einbilde, ist jetzt, dass wir für heute erstmal wieder Schluss machen. Das ist die bittere und traurige Realität, Leute. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns auf jeden Fall hier wieder. Ich verlasse mich auf euch. Und falls ihr noch Bock habt auf mich und meine Let's Plays, ja, dann bleibt ein bisschen auf dem Minenarbeit-Kanal. Schaut euch da um, ich blende euch auch noch mal Videos ein. Nun, vielleicht was dabei. Ansonsten beim nächsten Mal wieder hier. Bleibt sauber, Leute. Habt noch viel Spaß und lasst euch auch von verschwundenen, geheimnisvollen Inseln keine Angst einjagen.